Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy und heute habe ich einen Solo-Money-Glitch für euch. Aber bevor ihr den machen könnt, müsst ihr in den Rockstar Job Editor Glitch reinkommen. Und wie der geht, den habe ich unten, also den Link zu dem Video habe ich unten in die Videobeschreibung reingehauen. Den müsst ihr unbedingt davor anschauen, sonst bringt euch der ganze Glitch oder das ganze Video nichts. Also für die Leute, die noch nicht wissen, wie man da reinkommt, schaut euch erst das Video an und schaut dann hier weiter. Dann könnt ihr jetzt hier mal kurz Pause machen und das Video mit dem Rockstar Job Editor Glitch anschauen und danach hier wieder zurückkommen und hier wieder weiterschauen, ne? Ja. Shake it down. So, wenn ihr jetzt wisst, wie das mit dem Job Editor funktioniert oder mit dem Job Editor Glitch funktioniert, dann müsst ihr euch als VIP registrieren. Wie das geht, das brauche ich nicht erklären, ich denke mal, das wisst ihr. So, und dann startet einfach mal die VIP-Aufträge. Ich fange jetzt gerade mal an mit feindliche Übernahme und dann setze ich da die Markierung, wo ich natürlich hin will. Und durch den Glitch seid ihr sofort an der Stelle, wo ihr auf der ganzen Map sein wollt. Also es geht wirklich in Sekunden, zack, seid ihr genau da. Und dann müsst ihr eigentlich nur das Päckchen einsammeln. Ich würde euch empfehlen, das alles mit Chroma zu machen, einfach, dass ihr ja gut geschützt seid, weil die gegnerische Abwehr, die ist dann doch relativ stark manchmal. Und wenn ihr das Päckchen dann eingesammelt habt, dann müsst ihr einfach nur wieder Start drücken und an den Punkt hinfliegen, wo ihr es abgeben müsst. Und BÄM! $15.000. Also ihr sagt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht viel, wo ist da der Money Glitch? Ihr müsst mal beachten, wie viel Zeit ihr dafür braucht. Also wie lange hat das jetzt gedauert? Eine Minute? Eineinhalb Minuten? $15.000? Also, Jungs, das ist mega viel Geld in kurzer Zeit. Und ihr könnt ja gleich anschließend wieder den nächsten VIP-Auftrag starten. Also ihr müsst ja jetzt nicht lang warten. Und währenddessen könnt ihr vielleicht noch das Zeitrennen machen, während ihr dann wartet. Für die Leute, die es halt noch nicht haben, die kriegen gleich am Anfang 51.000. Die, wo es halt schon gemacht haben, kriegen halt nur noch 1.000. Aber ihr müsst halt wirklich, beachtet immer die Zeit. Das dauert ein paar Sekunden und dann könnt ihr schon wieder gleich starten. Das Ganze funktioniert selbstverständlich auch in der Mission. Also ihr könnt ja ganz normal eine Mission starten, dann begebt ihr euch an den Punkt, wo euch die Mission vorgibt, wo ihr hin müsst. Dort meistens dann die Gegner erledigen, das Päckchen oder das Fahrzeug dann aufsammeln und irgendwohin wieder zurückbringen. Und die ganze Fahrt könnt ihr eigentlich direkt überspringen mit dem Trick. Und klar, also eine Mission würde ich jetzt nicht unbedingt spielen, weil die gibt dann doch schon recht wenig und mit den ganzen Ladezeiten. Ja, ich glaube, so lukrativ ist es nicht. Dann würde ich doch lieber irgendwie das Zeitrennen die ganze Zeit fahren. Oder theoretisch könnt ihr es auch in den Heists probieren. Oder was heißt probieren? Ihr könnt es auch in den Heists machen. Dann habt ihr auch die ganze Fahrten nicht. Und wenn es mal eng wird, dann katapultiert oder teleportiert euch einfach an einer anderen Stelle, wo ihr in Sicherheit seid, nehmt Rüstungen, Snacks und könnt euch wieder zurück teleportieren. Also überhaupt gar kein Problem. Ihr könnt euch den ganzen Schussgefecht irgendwie ausweichen. Ich würde euch wirklich raten, das Ganze wirklich bei VIP, vielleicht bei den, wenn ihr das mit Freunden in der Sitzung macht, dann vielleicht auch die Rockstar-Events, was es da halt gibt im freien Modus, oder vielleicht auch die Heists zu spielen, oder was heißt vielleicht, also ich würde auch definitiv die Heists spielen. Wenn ich jetzt gerade an den Pacific Standard, an das Finale denke, ey, in Sekunden habt ihr es geschafft, also schneller geht's einfach nicht. Also wir werden es am Wochenende auf jeden Fall auch probieren, falls es noch nicht gepatcht wird, ich hoffe es mal nicht. Und damit könnt ihr richtig, richtig viel Geld machen. Also es ist abartig. Ihr schafft auch dabei auch die Elite-Herausforderung durch den Glitch, weil ja meistens scheitert es an der Zeit. Und auch die könnt ihr jetzt packen. Also Jungs, macht's, solange es noch nicht gepatcht wurde. Und bitte fuckt mir die Spieler nicht auf der offenen Lobby ab. Wirklich, macht's in der geschlossenen Sitzung mit euren Kumpels. Ihr werdet genug Geld somit machen. Das verspreche ich euch. Also ich habe auch in einer Stunde $300.000 gemacht. Es ist kein Witz, es ist eine Gelddruckmaschine, dieser Teleport-Glitch vom Rockstar Job Editor. Und ja, was soll ich noch sagen? Ich bin an der Stelle raus. Macht so viel Geld, wie es geht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut rein, gute Nacht.